Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. So, das haben wir erledigt. Ja, mehr ist hier nicht. Huchala. Was ist das denn? Okay, nicht wichtig. Ah ja, super. Ich hätte auch da durchgehen können, okay, weiß ich das nächste Mal Bescheid. Vielleicht wäre die passende Strafe für den Herzog ein Leben in den Bergwerken. Ich denke mal, ich muss raus. Wie mache ich das denn? Boah, nee, das kriege ich nicht hin. Ah. Verlassen den Bezirk nicht einfach so. Und die Heuler können nicht. Paolo hat einen Preis auf Burn ausgesetzt. Und der Vizeaufseher will dasselbe. Mit wem redet sie? Eine andere Stadt, ein anderer Slum. Die Rückkehr nach Dunwall hat Erinnerungen geweckt. Fast Vergessenes. Sie redet mit niemandem. Hallo, Emily. Stiltons Haus ist gleich da drüben. Aber hineinzukommen wird nicht einfach. Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten eine Idee. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Was wissen Sie noch, was helfen könnte? Burn wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarzmagisches Artefakt. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Okay. Okay, verfeindete Fraktionen. Aufseher und Heuler greifen dich in ihren Territorien an. Sofort an, wenn du nicht den Anführer des ihres Feindes trägst. Wiederauferstehung. Paolo besitzt ein Artefakt, mit dem er einmal täglich wieder auferstehen kann. Du musst ihn also zweimal eliminieren, wenn du ihn wirklich töten oder bewusstlos machen willst. Jindos Schloss. Aramis Delton Bunker ist mit Jindos Schloss versiegelt. Eine Feuchtung, die laut ankommt, nicht zu knacken ist. Wenn du die Lösung für Jindos Schloss finden möchtest, ohne den Heuler Aufsehern zu helfen, sollst du im Crones Handsalon und im Außenposten Aufseher nach Hinweisen suchen. Ich denke, ich werde da einen ausliefern. Aber das ist so eher mein Ding. Vor allen Dingen, weil ich ja auch die ganze Zeit nett und all sowas, wird ja mal Zeit für was Böses. Hier spricht der Herzog von Zerkonos.
Ich habe erfahren, dass es Beschwerden über den Staub aus den Bergwerken gibt, der auf die Stadt fällt. Ja, Krieg ist teuer. Sie wissen vielleicht nicht, dass unsere Silberbergwerke über ihrer Kapazität laufen, um unseren Konflikt... Dieser Mann baute Serkonos auf und sein bescheuerter Sohn riss es nieder. Das ist das Blut unserer Feinde. Wer ist das jetzt hier? Jemmys Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus so gesichert ist. Aber sag schon, kommst du da rein? Lass mich überlegen. Durante weiß, wie man da reinkommt. Paolo hat ihn den alten Stilton füttern lassen. Ich wollte ihm das Geheimnis abkaufen, aber die Aufseher haben Durante mitgenommen. Die Aufseher? Ich verstehe das einfach nicht. Da sind keine Spalten. Jimmys Schwester sagt, es ist eine Spielerei, als hätte es kein echter Schlosser. Ich hab was. Durantys Lösung. Aufseher. Gemacht. Nein, es ist von Kirin Jindosh, verfluchtes Genie. Was macht man, wenn zwei seiner Feinde sich gegenseitig töten? Na, ich habe keine Ahnung, aber die sind da schon am Anfang direkt und Sollte ich oben oder lieber unten rum durchgehen? Okay. Vor Jahren waren die Bergwerke ein guter Arbeitsplatz. Stilton hat dafür gesorgt. Niemand wurde wegen einer Verletzung gefeuert. Ja, anscheinend. Das Bergamt hat sich darum gekümmert. Und das Familienkomitee hat dafür gesorgt, dass die Bosse nie zu gierig waren. Eine Art Pattsituation. Alles hat funktioniert, solange keine Seite die Oberhand hatte. Und genau das ist passiert, als Stilton verschwunden ist. Feindgebiet? Neutral. Ach, das ist hier noch neutrales Gebiet, alles klar. Klar. Geben Sie mir eine Almosen. Wenig stolz darauf. Und was treibst du hier? Haust hier besser ab, wenn du weißt, was gut für dich ist. Es ist doch neutrales Gebiet hier, hallo? Aus diesem Loch komme ich nie mehr raus. Paolo will das Geld und wir sind nächste Woche zurück. Enttäusche ihn nicht. Nein, du Hund! Diesmal nicht. Meine Tür steht Ihnen immer offen. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Ach, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Ich habe gar nichts. Was hast du denn da, Liebchen? Vom Armstildens Haus. Oh. War mir eine Freude. Kommen Sie wieder, wenn Sie was brauchen. Dieser kleine Krieg verschreckt die Kunden. Na komm, na komm, na komm. Das Feind. Nicht zu fassen. Ich habe den Großteil meines Lebens in diesem Bezirk verbracht. Wenn dir das hier nicht gefällt, vergleiche es mit dem Tod durch einen der Heuler. Und jetzt geh. Ist hier nicht sicher, sagen Sie. Hey! Hier regiert der Orden. Bleiben Sie in neutralem Gebiet. Der Orden mein Geld kriegt. Gesundheit? Ein voller Arbeitstag, dass ich nicht lache. Woher will sie denn wissen, wie sowas aussieht? Ob ich das ganz schnell hinkriege? Bitte aufhören! Betteln wird nichts ändern.
Mit ihren Taten haben sie gegen die Lehre des Jedermannsordens verstoßen. Da jede ihrer Taten von angesehenen, geschworenen und pflichttreuen Aufsehern bezeugt oder bestätigt wurde, ist kein Gericht notwendig. Für den Diebstahl von Nahrung, für den Widerstand gegen einen geschworenen Aufseher, Tod. Nein! Für den Besitz von Artikeln ketzerischer oder fetischistischer Natur, für das Verzehren von Ratten, Tod. Ich hab schon Schlimmeres erlebt, ihr Ordensheinis. Ruhe, Abtrünniger! Was ist los? Hast du was gesehen? Ah, das ging flott. Aufseher, Außenposten. Ich muss mal eben abspeichern, ey. Das ist mir zu heiß. Knallen da die Leute voll ab, ey. Dass sie Ratten geklaut hat oder gegessen hat. Der Vizeaufseher hat mir nichts von seinen Plänen erzählt. Er ist oben und ich denke, wir werden bald mehr erfahren. Scheiße, sind das viele. Es ist bald vorbei, aber... Was ist denn jetzt? Man ist oben. Durch ein mitgehörtes Gespräch hast du erfahren, dass Vizeaufseher Burden oben in seinem Büro zu finden. Schon erstaunlich, dass wir uns so lange mit ein paar Schlägern abgeben mussten. Du... Die Heuler sind gnadenlos und Paolo hat den Segen des Outsiders. Ein Talisman direkt aus den Tiefen des Nichts. Da ist so ein Köter. Vergiss das nicht, sonst liegst du bald blutend in der Gosse. Vergib mir, Bruder Mikos. Was machen die eigentlich mit diesen Hunden hier, ey? Das ist doch nicht normal. Guck mal. Das sind auch so verzauberte Hunde oder sind die jetzt wirklich? Oder sind die jetzt echt? Oh, der könnte mir echt gefährlich werden, ey. Wind wird stärker. Ne, also der Staub tut mir zumindest nichts. Was? Okay, den habe ich. Lässt einen Gegner fliehen und nimmt ihm die Erinnerung. Den gebumst haben jemanden verloren. Nein, ist der. Dein Tod ist für den Orden, Bruder. Ich frag mich, wer das war. Mal sehen. Ah, was war's? Sehen wir uns doch mal um. Hallo? Es stinkt. Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Finde ihn, Brüder. Finden wir diesen einen. Oh, was war das? Oh. Na los, auf einen fairen Kampf. Du hast eh keine Chance gegen uns. Für eine Ratte. Das hier hey, ist dein Ende. Oh, 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 oh. Zeig, was du drauf. Da bringe ich dich um. Ich werde die Ungläubigen jagen. Feuer frei! Du wagst es! Ich rette die Welt vor Abschaum wie... Scheiße, ich hab nichts mehr. Für den Orden! Komm zu mir, die Gebote führen... Nein! Und was ist... Was bist du denn? Haftgranate, kratzt sich an einem Ziel fest.
Ich weiß, dass du hier bist. Wenn sie jetzt... Ach, die kommen nicht auf eine Stelle. Ist da jemand? Hast du das gehört? Verdammt, was war das? Ist da jemand? Zeig dich! Ach, mein Gott. Hallo? Ich habe alles vertan. Scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Du gehst nirgendwo hin! Uhala. Ich darf nicht fliehen! Hallo, ich komme hier nicht weg. Du bist so kein Risiko ein! Bedige dich! Brüder, alle bereit! So, wo gehe ich am besten hin? Granate! Was war das? Sehen die mich hier jetzt schon? Ich denke nicht. Wo versteckst du dich, Feigling? Ich sehe mich mal um. Wo ist sie, verdammt? Tadalalala. Ich habe sie nicht durchs Fenster kommen sehen. Sie war zu schnell. Die Heuler sind feige, Bruder. Aber wir haben 6 von ihnen erwischt. Ich bin froh, dass du da bist. Wenn ich gehe, ist es schön, einen Freund bei mir zu haben. Du erst. Oh, ich bin jetzt ganz oben. Ich könnte dir helfen, aber die Wunde sieht verdammt übel aus. Besser so als ein Todeskampf. Dann gehe ich jetzt. Die Gebote in meinem Herzen. Mach's gut, Aufseher. Schwinde aus dieser Welt. Was? Okay, wo ist denn dieser Typ, den ich da finden will? Untersuche Durante. Anscheinend gibt es einen Heuler namens Durante, der weiß, wie man Jinnes Schloss aufsperren kann. Allerdings wurde er von den Aufseher gefangen genommen. Untersuche ihren Ausbruch, um mehr zu erfahren. Ja, hier ist er auf jeden Fall nicht. Hurensöhne und ihr schwarzbeseelter Anführer. Hä? Jetzt am besten hier so. Oh.
Oh, bitte sieh mich nicht. Lalala. Okay, hier oben ist keiner. Da ist der Aufseher. Aber wo hat er diesen Typen drinne? Eingesperrt. Stilton. Wer ist da? Ich weiß, Sie sind alle bereit. Unser heutiger Redner ist kein geringerer als Aramis Stilton, der Besitzer der Bergwerke, in denen Ihre Lieben unter der Erde arbeiten. Mr. Stilton ist bekannt für seine Fairness. Und dieser Ruf ist gerechtfertigt. Willkommen auf der Bühne, Aramis Stilton, ein Freund des Bergbaufamilienkomitees. Liebe Arbeiter, liebe Leute, danke für die Einladung. Unser jährliches Essen ist immer etwas Besonderes. Mit schönen Gesprächen, Toasts auf unseren erneuerten Bund. Mein engster Freund auf dieser Welt, dessen Namen Sie sicherlich kennen, hat es mal so ausgedrückt. Wir erheben uns am selben Morgen. Wir spüren denselben Wind auf unseren Gesichtern. Wir fischen im selben Ozean. Worte, an die man sich erinnern sollte. Gesprochen von einem Mann, der mich mit Freude erfüllt. Während Sie essen, umgeben von Ihren Familien und anderen Bergleuten aus Ihren Teams, denken Sie an diese Worte. Und vor allem genießen Sie den Abend. Sie haben es sich verdient. Wisst ihr was? Ich mache diese Aufgabe. Ich habe was gehört. Ich sehe lieber nach. Was ist? Da stimmt was nicht. Jetzt mal anders. Und zwar gehe ich jetzt einfach auf die Barrikaden und töte einfach diesen Typen hier. Hoher Chaosfaktor, ja, das ist ja super. Er kommt wieder. Wenn er jetzt noch die Tür schließt. Ist das perfekt. Ich guck erstmal hier so durch die Gegend. Na, vielleicht kann ich jetzt hier ein bisschen. Gucken. Diesen Typen hier, den er gefangen haben sollte, den entdecke ich hier überhaupt nicht. Ich werde den jetzt auch einfach töten und mitnehmen. Pistolen, sehr gut. Da hat wichtige Informationen bei einem Interview mit seinem letzten Atemzug enthüllte der Gefangene, dass der Herzog höchstpersönlich Paolo Essen in das abgeriegelte Haus von Aramis Stilton. Dass der Herzog höchstpersönlich Paolo Essen in das abgeriegelte Haus von.
Von ihm das Schloss gesichert. Zerbis hat Jinder schon den Herzog die Kommunikation verraten und Paolo sie wiederum an den Gefangenen weitergeben. Ein grenzenloses Geflecht der Korruption. Aha. Betritt Durantes Büro. So. Schlüsselfigur ermordet. Wie komme ich jetzt? Komme ich jetzt ganz einfach mit dem da durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Er hat einen Arm verloren. Hä? Ist da jemand? Sehen wir nach. Sie hat den Pizza-Aufseher! Nein! Kann ich das... Du willst... Was? Hey! Hier ist zu... Bleib verboten! Okay, das hat nicht so funktioniert. Komm zurück! Clean ist zwecklos! Zeig, was du drauf hast! Alle bereit! Sie hat keine Munition mehr! Granaten bereit halten! Das hier ist dein Ende! Ich kann sie sehen! Ich erkenne. Ich hab nichts mehr. Sei das sofort. Schussfeld räumen. Achtung! Besser. Auf mein Kommando. Ich hab jemanden. Bis ein Korn und stelle dich deinen Ort haben. Verteidige dich. Mein Gott. Keine Gnade. Du bist so tot. Oh, ich hab so einen hohen Chaos-Faktor, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich diese Teile benutzen soll. Die funktionieren überhaupt nicht. So, wo ist denn der Aufseher? Jetzt kann ich auch hier ein bisschen durchgucken. Wie passend, Vizeaufseher. Na, hier ist auch weit und breit nichts drin, ne? Marschiere jetzt einfach raus. Hochhaller. Predigtbuch. Bleib du mal da eben liegen. So, Paolo hat nämlich die Kombination für diese Tür. Und die werde ich mir jetzt holen, indem ich ihn jetzt diesen Aufseher ausliefere. Ja. Ich komme da nicht so einfach durch. Oder doch? Oh, da muss ich schon mehr als Glück haben, ey. Dann
Wenn ich jetzt Pech habe, kommt mir dieser Köter direkt entgegen. Einer hat mich gesehen. Ja, der Hund. Der Wind wird hier noch mehr Wind und Staub bräuchten. Was gefunden, Brüder? So. Habe jemanden verloren. Finden wir diesen Eindringling. Noch ein Opfer. Scheiße. Nimm das! Hier! Du hast ihn nicht verloren. Oh. Du willst kämpfen? Leute, 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 ich habe so einen hohen Chaosfaktor, das ist unglaublich. Mal ein bisschen leise machen jetzt. Oh, und schon hat mich der Nächste. Abello, weißt du auch wirklich, was du da tust? Ich habe mit Bruder Cardosa auf der Halbinsel Taktik. So, die müsste ich jetzt nicht töten. Wenn ich recht habe. Man muss ja nicht immer alle töten, ne? La 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 la. Kann ich hier jetzt einfach wieder drüber hinweg? So. Jemand verloren. Ja, ja, ja. Siehst du? Was? Hä? Was? Achso, das sind nur normale Leute. Verdammt! Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Okay, Leute. Ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.